Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe From the Wolfenstein. So. Ah, hier waren wir das letzte Mal. Gleich kommen hier wahrscheinlich soll. Kommen die auch mal? Ah, Mann. Ich wusste, dass da wer ist, aber nicht das. Gar nichts. Hasta la vista, Baby. Jo, das ist Wahnsinn. Ich hab verloren. Toll. Machen wir die fertig. Habe ich eigentlich das Gewehr mit den Granaten? Mann! Hier du Scheißdreck! Scheiße! Das nenne ich nochmal so einen tollen Start hier. Also. Ich nehme Shotgun. Ja, ich nehme die Pappgun und nun knall die ab. Oh Mann, ey, wie viel kommen denn da? Mensch. Nee. Nehmen wir Shotgun. Nee, das war der falsche Knopf. Meine Güte. Glaub's. Scheiße, da was verschießt nicht mehr. Der hätte mich locker noch umgebracht. Meine Güte, was hier abgeht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das ist voll, mein Freund. Das ist voll. Jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken, ob wir was zurückgelassen haben. Hier haben wir die in der Ecke. Alles klar. So. Wir machen wahrscheinlich jetzt erstmal den Schalter hier auf. Da haben wir noch Leve. Komm, nimm die Leve. Jetzt haben wir wieder 100. Ach was. Ehrlich? Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Lass mir erstmal alles runterfallen. Und dann mal gucken. Alter. Was ist denn hier los? Was denn hier los? Hä? Wo war ich die Hand? Mann, Alter. Himmel, Herrgott, und du ne kein Normand. Ach, da ist der Bämbel. Ma. Kann ich hier rein? Ach, ich soll sogar hier rein. Aha. Durchreiche. Ach, gibt's hier Mittagessen? Mahlzeit. Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten.
schieß die Fahrstuhlbremsen ab. Ah, okay. Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ah, nein. Jetzt fahren wir in die Tiefe. Oh. Da fallen wir in die Tiefe. Tun wir uns aber nichts. Und es geht weiter. Weiter. Wartungsbereich. Ein Jahr erwähnt ein Wartungsbereich. Eine Tür ganz oben in der Mondkuppel. Von dort kann ich vielleicht den Aufzugsschacht erreichen und einen Weg nach oben finden. Nach Siege. Nach Siege. Ja, was und... Ja, aber... Hä? Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Muss ich hier noch mal lang, oder was? Oder was ist hier los? Das check ich jetzt überhaupt nicht. Warte mal. Muss ich jetzt... Sag mal. Das ist, glaube ich, verkehrt, was ich gerade mache, oder? Ja. Aber warum muss ich unbedingt sterben oder hätte ich das auch anders lösen können? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn ich da... Geh nochmal runter, geh nochmal rein. Wenn ich das so gelöst hätte, dass ich ja nicht runtergefallen wäre. Ah, ne, hier ist es Déjà-vu oder was? Ein Déjà-vu hier. Ah, nein. Ich glaube, ich hätte oben irgendwo stehen bleiben müssen und dann explodiert mir der Arsch hier unter mir. Dann hätte ich es von oben abschießen müssen und dann hätte ich reinklettern müssen. So. So, ich stehe jetzt hier auf den Füßen und knall hier die Dinge ab. Bremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ah, genau so. Genau so. Da werden wir wie Flaschenzug nach oben katapultiert. Jetzt nicht direkt katapultiert, aber schon. Wollen wir erstmal kurz mal nachladen? Und dann wollen wir mal weitergehen. Genau. So, jetzt sind wir erst weiter. Bis gleich. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat Yishut. Doc Abel Apostroph. Abel Thea Leerzeichen. Yoke Item Charlie Hau Onkel Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anya. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dat Yishut. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blaskugel. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dat Yishut-Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Da bin ich wieder. Ich erreiche den Hangar und ich bin
in eine Art Labor, muss einen Weg herausfinden, zum Hangar hoch, um die Tore für Caroline und die anderen zu öffnen. Ja, sicher. Und wo? Und da kommen wir nicht. Dat Idiot Artefakt, ein Idiot-Anfall aus dem Labor des des London Nautica. Es sollte dort rekonstruiert werden. Dann haben wir noch ein Artefakt, noch ein Artefakt. Wo haben wir hier lauter Artefakte? Artefakt. Patronen oder so. Dann haben wir hier Leben, Leben. Jetzt haben wir wieder 100. Das ist toll. Dann haben wir wieder Artefakt. So. Künstliche Intelligenz. Perfekter Geist. Brüssel, 10. Oktober 1960. Dr. Ernst Brandt, eine der wichtigsten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Informatik, war der Erfinder des ersten KI-Systems, das im Panzerhund zum Einsatz kam. Eine von General Strasses Kriegsmaschinen. Nun hat er seinen Blick fest auf die nächste Herausforderung gerichtet. Die Herstellung der schlauesten künstlichen Intelligenz aller Zeiten. Solch ein künstliches Wesen würde der Gesellschaft eine Menge Vorteile bieten, sagte uns der freundliche Wissenschaftler bei einem Treffen in der neuen Schule der Informatik in Brüssel. Vor allem, weil es uns helfen könnte, die Unterscheidung zwischen anständigen Bürgern und allen anderen zu automatisieren. Ein wahrhaft reizvoller Gedanke, der General Strasse dazu veranlasst hat. Brands Forschungsprojekt mit zusätzlichen Geldern zu unterstützen. Jo. Hier haben wir nochmal Leben, die Zeit geht runter und das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Hier war doch eben noch was. Das haben wir mit dem perfekten Geist. So, was haben wir hier? Okay, das müssen wir aktivieren, damit es hier draußen irgendwo rumschießt. Vielleicht, nur mal. Ich schaue mich erstmal hier um. Und dementsprechend, was war das? Medischock. Scheiße, ich lasse es mal liegen. Ich lasse es mal liegen. Ah, Enigma-Fragment 2 von 8. Jo. Ich werde wahrscheinlich nicht alles sammeln, aber ist ja egal. So, dann haben wir hier wieder ein Artefakt. Dann haben wir hier steht, verweigert. Das ist Medischock. Oder ist hier woanders? Naja, ich sammle das erstmal nicht ein. Vielleicht brauche ich später noch was und dann können wir es nicht einsammeln, weil wir nichts mehr haben. So, Rüstung brauchen wir 100. Da mal wieder... Oh, hier haben wir hier viel Medikits. Das ist ja Wahnsinn. War jetzt überall. Dann laden wir mal auf, obwohl wir es nicht... obwohl wir es nicht brauchen. Aufzuladen, meine ich. Dann müssen wir wahrscheinlich, hier geht's, gehen wir mal die Leiter hoch und gucke mal, was da oben gibt. Vielleicht gibt's hier ja was Leckeres zu essen. Schau mich mal um und was sehe ich? Achtung, Gas. Jo, das Maschinenteile. Gibt's hier. So, jetzt hier mal. Alter. Okay. Okay, und los geht's. Okay, das habe ich mir auch gerade gedacht, aber Dödel. Wollen wir es mal probieren? Bin gespannt, was passieren soll. Thank you.
Nein! Nein! Alle Macht im Laser. Trophäe. Ein Waffenprototyp, sehr wirkungsvoll gegen schwer gepanzerte und mechanische Gegner. Der primäre Schussmodus feuerte kurze, hochenergetische Lasersalven ab. Zusätzlich verfügt das Laserkraftwerk über einen zweiten Schussmodus, mit dem es durch Ketten und dünne Metallplatten schneidet. Um zwischen dem Schuss- und Schneidemodus zu wechseln, drücke links, drücke R2 zum Schießen, R2 zum Ziel. Du kannst das Laserkraftwerk von einer Energiestation aufladen. Jo, das ist mal wow. Ich glaube nicht, dass das... nutze den Schneidemodus, um dünne... Das hier auch. Nee. Das da, nee. Das da. Das da. Komm, ich spiele die Scheiße an mir. Ach geil, ich kann damit schießen. Aber wo soll ich denn durch? Geil. Och, das geht aber schnell, Al. Wo ist denn hier die, die Ladestation? Da drüben. Geht aber schnell, Al. Oder die war gar nicht voll, ein von beiden. Dann machen wir hier nochmal so Striche runter hier. Und nochmal so. Ach, da passiert aber nicht durch. Ich Idiot. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Wahnsinn. Und einfach hier mit... und jetzt? Hä? Ach, hier ist eine Leiter. Hätte ich das gar nicht machen müssen, oder wie? Laden wir einfach nochmal auf. Wir brauchen das bestimmt nochmal. Normal Limit erreicht. Jo. Dann nehmen wir halt noch eine Patrone mit und will ich da kurz mal gucken. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Was ist das? Ich will da hin. Ey. Nee, ne? Ich lade einfach nochmal, weil ich es kann. Weil ich es kann, tue ich nochmal laden. Meine Freunde da draußen. So. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal den Schneidebrenner rausholen und dementsprechend dann nochmal rumballern. Genau. Goldener Flachmann. Also jetzt haben wir hier. Das habe ich leider noch nicht gefunden. Goldene Karaffe und goldene Sockelplatte. Und dann hier, die haben wir alle. Ach, in das Dahayat Yichud Labor in den oberen Ebenen des London Nautica versteckt liegen das Dahayat Yichud Labor. Das beste gehütete Geheimnis des Regimes. Ein hochgesicherter Raum, in dem uralte mystische Pergamente aufbewahrt werden, um ein Labor zur Entwicklung und Erprobung neuer Prototypen unfassbar fortschrittlicher Technologie. Das habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Und jetzt hier müssen wir durch und ich habe mein Ding ist nicht...
My prank. Muss ich nicht durch? Nein. Nicht. Ich komme nicht weiter. Oder war hier was? Ja, hier war doch die... Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.